diesmal nur ein kleines, kurzes Video, weil ich erstens einmal Danke sagen möchte, weil wir die über 500 Abonnenten haben. Das ist jetzt in den letzten 2 Wochen relativ schnell gegangen. Wo ich angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass wir überhaupt einmal so viel erreichen werden. Aber danke und schön, und es freut mich, dass es euch offensichtlich gefällt, da ihr es abonniert. Ja, mein kurzes Video. Naja, weil ich jetzt zur Zeit, das zeige ich euch da, gerade an meiner Straßenbrücke, Steinstraßenbrücke arbeite. Und wie ihr sehen könnt, ist das viel, viel Arbeit. Da geht nicht so schnell voran. Die Seite habe ich einmal geschafft mit der Steinstruktur, aber das ist mal nur diese Seite. Alles andere muss ich noch machen, auch die Straße und die andere Seite. Das wird noch ein wenig dauern und ich möchte euch natürlich jetzt nicht da die ganze Zeit nerven damit. Falls euch interessiert, ich habe es ja, glaube ich, schon in ein paar Videos gezeigt, mit diesem Gerät, mit dieser Feinspachtel mache ich eben diese Kreise teilweise oder auch kantige Steine hinein. Teilweise brauche ich dann ein Bastelmesser dort, wo das stark mit der Spachtelmasse ist. Da muss ich da ein bisschen nachhelfen. Was vielleicht euch auffällt, diese Löcher da, das war eine Spachtelmasse mit einer mit einem Lösungsmittel offensichtlich drinnen. Hat mich aber insofern jetzt nicht so geärgert, weil es ist eine alte Steinbrücke. Und alte Steinbrücke haben auch Steine, die eben porös sind, die herausfallen. Und ich glaube, wenn dann alles eben auch noch mit Farbe bemalt ist, wird das recht gut aussehen. Ja, das ist jetzt eine längere Arbeit. Was ich gemacht habe, zeige ich euch dann auch noch gleich. Noch beim Hafen ist was dazugekommen. Das möchte ich euch noch zeigen. Was ich aber auch fragen möchte, ihr wisst, ich mache ja auch einen Leuchtturm. Ob euch das mehr interessiert oder ob ihr das schneller haben wollt, dass ich das mache, dann würde ich einmal die Brücke zurückstellen, den Leuchtturm zuerst machen. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare hineingeben. Wie gesagt, danke, danke, danke für die 500 Abonnenten. Jetzt 505 gerade. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch der Alex freut sich, auch wenn er jetzt gerade nicht da ist. Aber wir haben gerade 34 Grad Hitze und der ist baden gegangen. Verstehe ich auch. Opa mag das nicht so gern. Gut. Vielen Dank und viel Freude weiterhin mit unseren Videos. Das möchte ich jetzt noch in diesem Video gern zeigen. Wie ihr seht, habe ich diese Pola aus Holz noch hinzugefügt. Das war einfach ein chinesisches, von einem chinesischen Kalender habe ich den Stab verwendet, habe den in 5 Teile geschnitten, dunkelbraun angemalt, oben echt mit Braun, mit Weiß, und diese habe ich mit Heißkleber angeklebt. Das ist eben diese Polar, die eben dann das Schiff eben daran hindern, direkt an der Haufenmauer anzustoßen. Habe ich mir gedacht, das schaut recht gut aus, das gefällt mir. So habe ich das gemacht und so schaut es jetzt aus. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich gemacht habe. Bei der Dampflok bin ich gerade daran, sie noch fahrtüchtig zu machen. Das sind noch so Nebensachen, die funktionieren normal, die ganzen sonst die Loks fahren. Aber eben, das sind so die Arbeiten, die ich habe. Aber das andere habe ich ja schon im Video gesagt. Ich danke euch und viel Freude eben weiterhin auf unserem Kanal.